I need access to a terminal. Find one and patch me in. Perversling. Pero Mann, wie wenig Schaden meinen damit, ey. Ja, lächerlich. Doch, doch, das geht noch. Er kann noch beitreten. Bis das erste Ding gestartet ist. Er kann noch beitreten, solange er Dingsbums, solange er noch vor dem ersten Ding oder zweiten Ding beitritt. Da hat er noch genügend Zeit, dann müsste er eigentlich jetzt schon längst wieder eingeloggt sein gleich. Das ist nicht das Problem. Was? Alter, lustig, ey. Das war ja noch nie so. Na gut, egal, dann brich mal kurz ab, dann machen wir es nochmal neu. Ja, es war T3-Verschwendung dann. Ist besser, wenn dann alle. Ah, jetzt steht die Bubble auf einmal normal, ne? Echt lustig. Habt ihr noch überhaupt viele T3-mobile Verteidigung überhaupt da? Also eine Frage. Voll, was ist das denn? Drei mobile Verteidigung eigentlich nur noch zweimal, nämlich. Ich habe die nicht so häufig gehabt. Ich muss mal demnächst mal auf den Raid spielen, ey. Würde mich auch mal interessieren, der Raid. Ach, wir sind mit dem ersten Ding schon fertig. Na, dann können wir uns dafür bis... Das Ding schon mitgenommen. I'm in, Tenno. This will take a moment. Ich bin nicht gerade begeistert an. Man kann ja zu 8. Ich glaube, den Raid kann man zu 8 spielen, oder war es nicht so? Zu 8? Raid? Terminal spotted. Uploaden and prepare to defend. Soweit ich gehört habe, soll sogar die Tonka da sehr gut geeignet sein.
Nicht zu sterben. Ach, Stufe 5 Dinger oder diese ganz hohen T4 Dinger so in der Art. Ach, das ist doch easy. Ey, ich habe so oft Spionage gespielt. Kein Scherz, ich habe so oft Spionage gespielt. Ich kann jedes Ding auswendig. Komm so gut wie überall ohne... Ey, am Anfang war ich eine Niete da drin, ne? Ganz ehrlich. Am Anfang, ich muss mich dran gewöhnen. Und dann habe ich jedes Mal getan, bin da durchgerusht wie Scheiße. Nee, beim ersten Mal, ne, da war es noch Spionage früher, da war es ja noch nicht so, wie es heute ist. Da war es ja noch immer auch mit diesen Kleinigkeiten da, dass die noch nicht so ausgebaut wurden wie jetzt. Und jetzt sind die viel ausgebauter, finde ich zum Beispiel richtig geil, dass sie jetzt so sind, weil das ist einfach nur richtig spaßig, muss man ehrlich sagen. Da wo die Laserschranken, waren, da ja ein bisschen, aber... Aber ganz ehrlich, dazu muss ich sagen, da gefällt mir das Spiel richtig gut bei sowas, weil auch wenn es tricky ist, ist es besser, ne? Das finde ich geil. Nee, ich weiß. Ja, finde ich auch geil. Deswegen spiele ich auch so gerne Bogen. Bogen ist richtig geil. Ja, ich weiß. Ja, wer weiß nicht. Das ist ja nicht schwer zu verstehen. Also ich zum Beispiel... Ich kann jetzt zum Beispiel Spionage nur so gut. Still working on it. Continue to defend. Spionage habe ich zum Beispiel nur so gut jetzt drauf, weil ich die Event-Mods gefarmt habe in den Spionagemissionen. Ja, okay. Stimmt schon. Davon habe ich jetzt dreimal den Helm, glaube ich. Nova Prime habe ich auch dreimal den Helm. Werde ich, glaube ich, vernichten. Nova Prime Helm. Nova Prime Helm. Ja, Nova. Ja, ich brauch das Ding nicht. Nova Prime ist zwar ganz gut, ne? Nova ist ja auch, macht ja. Bei Nova ist ja auch richtig gut, dass du mehr Schaden machst und so. Beispiel. Ist ja auch ganz geil. Aber das finde ich zum Beispiel gut, dass man sich jetzt hier auf sowas verlassen muss. Ultra Prime Lauf. Also du hast nichts verpasst. Du hast nichts verpasst bei T3 mobile Verteidigung. Ach, oh, Kinzel, die kriegt man der geschmissen. So, mein Tipedo ist jetzt Level 7 schon, das ist schön. So, dann mal wieder. Ja, wir sind fertig. Ist zurück. Ach, das stört noch nicht mal. Da gab es schon schlimmere Sachen.
Bei welchem Spiel denn? Tomb Raider. Komm beim Stream. Ich finde es ja auch schon geil bei Warframe, dass man sich seine eigenen Haustiere schön züchten kann. Ach, apropos Haustiere! Da wollte doch jemand was nachgucken, fällt mir jetzt wieder ein. Dieses eine Ding da, dieses Raxa-Ding da. War es nicht Raxa? Oder war. Nee, Raxa. Hat der noch halt doch gesendet. Operator, I run diagnostic regressions. All systems nominal. You don't need to thank me. Hast du eine Einladung gekriegt, Mensch? Rogue, meinst du, hast du auch Rogue gespielt? Hab ich auch nicht. Ja, ich hab mir extra nicht Rogue geholt, weil ich gedacht habe, nur für 360 und so weiter, für die niedrigen Konsolen, nee, danke. Also Assassin's Creed Unity zum Beispiel hat mir sehr gut gefallen, aber bloß das Problem ist, die Bugs. Die Bugs haben mir nicht gefallen, das ist das Einzige. Wäre die Bugs nicht gewesen, dann wäre es perfektes Spiel gewesen, ganz ehrlich. Der Koop-Modus hat mir richtig Spaß gemacht, muss man ehrlich sagen. Also das war echt eine... Immer noch nicht. Ja, ja. Ja gut, dann mach du. Das Ding ist so lange draußen... LOL. Hä? Ja, ist Auslöschung. Mobile Verteidigung. Mobile brauchen wir. Perfekt. Aber das ist ja echt mies, wenn so ein Bug... also, sorry, aber wann kam der letzte Patch bei Unity raus? War so eine Frage. Wie? So lange her schon? Ach du Scheiße! Na dann, gute Nacht. Das ist mies. Ja, das ist echt scheiße, sowas. Unity fand ich zum Beispiel jetzt richtig gut, aber bloß... bloß nicht. Ja, natürlich, also ich finde zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob der Koop jetzt... Kann auch sein, dass es nur bei dir nicht funktioniert oder so, also ich weiß es ja nicht. Das hat hier nämlich manchmal bei manchen Leuten funktioniert. Okay... Ja, natürlich, man will ja seinen Spaß mit ein paar Dress haben.